Ja, vielen Dank für die Störung, sage ich bloß immer, weil das Video startet natürlich dann wieder bei Null. Und ich darf jetzt zwei Teile hochladen, weil ich zu blöd bin, die miteinander zu verbinden. Ich meine, in diesem Kacknest hier, oh, das darf ich nicht sagen, in diesem Dorf, wo ich bald wegziehe, hat man nicht 5 Minuten Ruhe. Dieses Video sende ich erst später. Das ist hier der Nachteil. Du hast hier nicht die Ruhe, deinen Tag so zu verbringen, wie du möchtest. Es klopft und hämmert an der Tür. Vielleicht hat man Damenbesuch im Wohnzimmer und dann guckt man durch die Scheibe durch. Wo ist der Kerl? Pennt der vielleicht und macht die Tür nicht auf? Mann, Mann, Mann. Einfach eine Nachricht schicken. Einfach eine Nachricht schicken. Und wenn ich diese dämliche Nachricht nicht aufrufe, habe ich zu tun. So, nerve ich andere Leute? Nein. Um es nochmal zu sagen, hier, ich finde das praktisch. Hier, schnapp macht's. Diese kleinen Schraubendreherelemente hier, Schlitz und Kreuz. Und das finde ich gut. Und damit haben wir früher die Spitzen aus der Scheibe rausgefummelt. Das ging. Ja, gefällt mir. Und dann kannst du es zusammendrücken, drehst die Griffe um. Oh, Vorführeffekt. Oh, sehr schwergängig. Ja. Yeah. Also es ist wirklich stabil. Und dann war das früher an so einer Lederschnur befestigt. Und dann konntest du das Teil um den Hals hängen. Das ging auch, wenn man sowas dabei haben möchte. Also ich finde, das ist gut gemacht und ich maule da überhaupt nicht drüber rum. Kommt leider auch aus China. Es ist kein Stempel dran und nirgendwo. Es kommt aus dem bösen China. Naja, da knebern wir an das andere Ende erstmal dieses Tool ran, damit es nicht wegkommt. Und dann ist es gesichert. Aber hier ist wenigstens an dem so ein richtig guter abgerundeter Schlüsselring dran. Da maule ich auch nicht. Also wie gesagt, ich hätte es ja gerne vorgeführt, aber das ist so eine Art Fräskopf hier unten drin, mit zwei fetten Spitzen. Noch nie gebraucht, aber ich habe es mitgenommen. Mann, kostet kein Geld. Dazubehör muss man scheinbar haben. Kommt hier ran. Ihr seht ja, das ist noch von früher so übrig geblieben. Da habe ich diese Tasche mal gekauft mit einem Haufen Zubehör dazu. Im Prinzip so eine komischen, das sind eben Foliendinger hier. Die halten ja wirklich nicht lange. Und, ach. Aber Leute, was soll's? Das hat man aufgehoben. Und dieses Hobby, ich sag mal so, das ist ein Hobby, das kostet kein Geld. Also, was kostet hier viel Geld? Diese Pfeile kaufst du einmal. Die haben bei mir ewig gehalten. Hier ist auch übrigens so ein Tool. Das war damals mit dazu. No. Ihr seht wahrscheinlich gar nicht. Ne? Das war original mit bei. Hiermit kannst du zum Beispiel in diese Öse rein picken hier, zack, und festziehen mit Gefühl. Das geht. Kann ich überhaupt nicht maulen. Das hier oben ist zum Spitzen entfernen. Da habe ich jetzt was Falsches gesagt. Oh, hier ist wirklich was Falsches gesagt worden. Ich dachte, das ist dafür. Als Spitzen, Entfernung. Ah, bei den Großen geht's. Was ist jetzt hier anders? Vielleicht war das bloß abgenuddelt oder so, keine Ahnung. Also hier hat es funktioniert, weil hier sind so eine kleinen Spitzen in diesem inneren Kreis drinne und die rasten an der Spitze ein. Ach, glaubt's mir einfach. Und diese Teile passen halt auch für irgendwas zum Draufstecken. Keine Ahnung hier. Das ist eine Mücke. Schön. Ich habe keine Ahnung, was man damit macht. Oder wofür der große Schraubendreher ist. Ist das so ein Schaber oder sowas? Ich weiß es nicht. Schreibt es mal rein in die Kommentare. Da war damals auch keine Beschreibung mit dazu. Überhaupt nichts. Einfach nur gekauft. Erstmal haben wollen. Fertig. Jo. Das sind meine Tools, die ich dabei habe. Schreibt es mal rein in die Kommentare. Hier gehören zum Beispiel die Spitzen rein. Oh. Was sind hier noch drin? Habe jetzt gar nicht nachgeguckt. Spielt ihr Dart, Leute, oder macht ihr was? Ich meine, wie ich gesagt, Dart ist kein unbezahlbares Hobby. Ach, das waren die andere Enden hier hinten drauf. Hinterkante für die Flügel. Metall oder was Festes oder ist das Plaste? Ich weiß es nicht. Hier ist es Metall bei den bunten hier. Ist ja eloxiert, also Metall, Alu. Hier weiß ich es nicht, dass es auf alle Fälle plastikbelegt ist. Und das könnte ja wirklich abbrechen, dieses Plastikgewinde da hinten. Das geben wir mal ehrlich zu. Leute, mit sowas habe ich halt Spaß und Mann, ist doch schön.
Schreibt mal rein. Habt ihr so ein Hobby? Macht ihr irgendwas? Und da kann man abends in irgendeine Kneipe gehen. Da spielt man mit den Freunden eine Runde. Das ist doch alles schön. Also ich habe lieber dann die kurzen Spitzen verwendet. Es gibt lang und kurz. Ich weiß es nicht. Schreibt es in die Kommentare. Das ist auch wieder so ein Ding, dass ich dann einfach, wie doof wie ich war, zwei Setzpfeile gekauft habe. Weil es wollen ja immer alle mitspielen. Aber keiner will für das Hobby was bezahlen. Bitte kauf mal was Zubehör. Ich habe kein Geld. Zum Saufen reicht es aber auch. Und für die dicke Karre auch. Ich weiß es nicht. Das ist halt heutzutage das Gelaber. Ich erinnere bloß an meine Gotcha-Ausrüstung. Alle wollten mitmachen. Naja, dann musste ich mir dann andere suchen, die mitmachen. Naja, das ist halt heutzutage traurig. Alle wollen immer und keiner kann und keiner will. Und weiß ich nicht, da muss man halt doch mal ein bisschen beim Entrümpeln helfen oder mal bei jemandem ein bisschen was renovieren helfen. Dann verdient man sich schnell mal ein paar hundert Euro. Bei Großprojekten geht das immer hier auf dem Land. Die Bauvorhaben ziehen sich und dann kann man sich auch mal eine Flinte holen. Also vom Lohn würde ich das auch nicht machen. Ne? Okay, Freunde. Reichlich Zubehör ist da. Schreibt was in die Kommentare. Und viel Spaß, ihr unterhaltet euch gern. Manchmal bin ich halt ein bisschen pessimistisch, aber was soll's.